Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Promotion-Video mit eurem Chronostaff und Creepercraft City. Hallo. Und ja, wir werden uns heute mal dieses Schiff ansehen. Das ist die SS Great Eastern von Creepercraft City gebaut. Und der wird uns erstmal allgemein was drüber erzählen. Auch darauf war ich natürlich nicht vorbereitet, aber ja, es ist die Great Eastern in den 1815ern gebaut vom lieben Brunel. Ja, es war das größte Schiff der Welt und war es auch bis zur Sedgwick oder Celtic, ich glaube die Celtic war eher, ja die Celtic oder Sedgwick, egal, auf jeden Fall Celtic oder Sedgwick, bis dahin war es das größte Schiff der Welt. Erst die Oceanic hat das Teil mit der Länge übertrumpft und mit der Bruttoregistertonnen erst die Celtic oder Sedgwick. Also hat lange gedauert, bis das Teil abgelöst wurde, auch wenn es schon früher abgefuckt war, aber es war das größte Schiff der Welt bis 1901, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall bis zur Celtic. Ne? Ja. Ja, anfangs eigentlich als Passagierschiff gedacht, kam aber nicht so gut an, weil die Leute anscheinend Angst vor der Größe hatten. Und deswegen wurde es dann später als Kabelleger gebraucht noch, hat das erste, glaube ich, das erste transatlantische Kabel verlegt, soweit ich weiß. Aber ja, letztendlich ist es... Wir haben die das gemacht. Ich meine, es geht ja über den ganzen Atlantik rüber, das Kabel, ne? Ja. Ist es heute immer noch da? Ja, wahrscheinlich. Yes. Okay, cool. Naja, und ja, was will man noch kurz sagen? Es war auf jeden Fall ein ziemlicher Ruin für die, ich weiß nicht, wie die Reederei hieß. Brunel ist doch eh verreckt. Der ist doch eh kurz vor der Schiff Jungfernfahrt hatte doch gestorben, soweit ich weiß. Ja, also das ist natürlich eine relativ tragische Geschichte, ja, von einem Bauernschiff. Ja, und dann gibt es noch ein paar schöne Unfälle, wie zum Beispiel, dass mal ein Kessel explodiert ist und so. Oder Schaufelräder sind mal abgefallen. Oder dass jemand zerquetscht wurde von Ketten oder von irgendetwas, keine Ahnung. Ja, ne. So, wir befinden uns zunächst mal hier auf der Brücke. Jetzt bin ich erstmal auf der Brücke und lauf hier rum. Ja, ich bin auch auf der Brücke. Ja. Ihr müsst wissen, Robin begleitet uns hier im Singleplayer bei sich, weil der hier gerade so ein paar Hamachi-Probleme hat und deswegen, ja. Wie immer. Was uns gleich mal auffällt, sind diese großen Tender, die fast schon eigene Schiffe sind. Ja. Also das war nicht die, die Norway hatte die ersten Tender. Die ersten Tender hatte eigentlich die Great Eastern im Jahre 1800 sonst irgendwann, ne? Also das ist auch schon überraschend. Wenn man überlegt, ja, wann hat denn das mit den Tendern angefangen? Sehr früh. Gut, ja, hier oben gibt es nicht wahnsinnig viel zu sehen, deshalb fliege ich jetzt mal Richtung Bug. Ihr seht doch schon, Rettungsboote, ja, ne, Standardaufstellung hier. 5 Schornsteine natürlich, auch nicht zu übersehen. Also außer der Tyrannik, die ich ja gerade hier eigenkonstruiert habe und am Konstruieren und Bauen bin, ist das ja eigentlich der einzige 5 Schornsteine, den ich kenne. Und jetzt bin ich vorne, Robin, obwohl, vielleicht mal hier vor, da ist ja vorne auf dem Bug so ein Entrance, ein kleiner Eingang. Crew only. Da sind zwei, meinst du ganz vorne, den ersten Eingang, direkt neben den ersten Masten? Ja. Ja, sehe ich auch. Ja, das will ich dann mal hoffen. Wir gehen da einfach mal rein und luken mal direkt so ein bisschen rein. Wir müssen uns natürlich auch beeilen, dass wir maximal hier auf 15 Minuten kommen. Ja, gut, hier unten, ja. Nicht viel. Nicht viel, also Ankerkettenmaschinen hauptsächlich. Gehen, geht's noch mal ein bisschen weiter runter. Wir werden hier weitere Maschinen zum Thema Ankerketten finden, aber ja, je tiefer wir reinkommen, desto mehr. Ja, gut, lassen wir das also. Wir gehen in Promotion die Crew rein, ich bitte dich. Ja, einfach mal hier vorne, was da drin ist. Gut, lassen wir es einfach hier vorne, ist mechanisches Zeug. Gut, dann ist hier noch ein weiterer Eingang, der ist wahrscheinlich auch Crew-only, geht wahrscheinlich zu den Laderäumen. Nein, oder so. Das geht zu den Kabinen der Crew. Ja, ist auch egal. Könnt ihr euch selber angucken. Ja, hier ist oben drüber. First Class Entrance. Ja. Ja, ne, also sieht schon mal recht nett aus. Wir gehen gleich mal hier runter. Du bist, denke ich mal, wenn das roter Boden und weiß und gelbe Wände sind, ist es der Speisesaal. Dies ist der Speisesaal der ersten Klasse. Auf dem Bauplan, den ich habe jetzt ja nicht verzeichnet, aber ich habe den da lokalisiert, anhand eines Bildes, weil, dazu kommen wir gleich, wenn du aus dem Raum rausgehst. Ich bin jetzt gerade und habe Dining Saloon verlassen, bin in der großen Galerie mit den pinken Wänden. Und ihr seht schon, das ist wie auf einem modernen Kreuzfahrtschiff hier. Da geht er richtig ziemlich tief runter. Teilweise auch hier mit Skylights, mit Kuppeln. Also siehst du da oben die Bar? Eine Bar, ja, da ist eine Bar. Ja, weil daran habe ich erkannt, dass da ein Speisesaal ist, weil ich habe die Bar. Musste ich auch, die war auch nicht auf dem Bauplan, die musste ich auch erstmal herausfinden, indem ich die
Kabinen an den Seiten, diese komischen Brücken da verglichen habe. Das war da ist der einzige mögliche Ort, wo die Bar sein konnte. Das sieht hier alles sehr barock aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem Stil richtig liege. Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall wie so ein, na wie im Schloss von Versailles. Und ihr seht schon, da geht's auch ziemlich tief runter, da werden wir später noch dazu kommen. Wo bist du jetzt? Ich gehe einfach weiter in den rosa Bodenraum. Ja. Ja, also sehr große öffentliche Räume zum Hinsetzen, zum keine Ahnung. Na. Wir gehen jetzt einfach mal diese Brücke hier entlang und lupen mal in so eine Kabine rein, wie das aussieht. Auch nett, ne? Mit Innenfenstern hier, also. Es hat auch, dieses Schiff hat insgesamt schon sehr viele Elemente von dem modernen Kreuzfahrtschiff mit den Tendern und auch diesen großen Galerien hier und diesen, ja, hohen Decks. Da kommt mir vor wie in so einer Shopping Mall, also, weiß nicht. Dann gehe ich jetzt hier weiter, so hier ist wieder Crew Only. Was haben wir hier? Aha, eine Art Küche oder was auch immer das ist. Lassen wir das. Ja. Und wir gehen wieder hoch ein Stück, da haben wir jetzt quasi wieder einen Eingang. Vielleicht finde ich hier außen noch, ich glaube wir haben noch irgendwo eine Lounge. Ja. Gucken wir gleich mal, hier sind wir die Skylights, ihr könnt das sehen, da vorne sind wir vorne reingekommen. Ups, hier ist die Brücke. Die Lounge befindet sich weit hinter der Brücke weiter, ein bisschen. Ja. Hier ist Maschinenzeugs da unten, also Engine-Schacht sozusagen. Was ist hier? First Class Entrance wieder, da wollen wir aber nicht rein. Und zwar wollen wir rein bei... Noch ein First... Ne, das ist die First Class Lounge, das ist kein First Class Entrance, das ist die Lounge. Gehen wir rein, gucken uns das mal an. Da gibt es sogar ein Bild von der Lounge. Ja. Das dachte ich erst, das gibt's gar nicht, weil auf dem Bauplan war die Lounge gar nicht da. Doch, ich habe mir ein paar Modelle vom Schiff angesehen und ein bisschen verglichen mit den Bildern und mit den Fenstern und so. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Ort hier der ist, wo die Lounge ist. Hm. Ah, ich liebe historische Arbeit. Noch ein First Class Entrance. Warte, wo bist du jetzt? Hallo, du hast... Am hintersten First Class Entrance hinter der Lounge. Ja, das ist der abgespeckte First Class Bereich, erkennt man auch, wenn man die Treppe nach unten geht. Ja, also ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Ja, das ist wieder hier so... Nicht nur so quarzig und so. Quarzig, richtig. Das ist ein bisschen abgespeckter, das stimmt schon. Auf dem Bauplan war da halt irgendwie... Weil auf dem Bauplan waren zu sehen, wo Teppich war und wo nicht. Und der Teppich war sogar da eingezeichnet, wie der aussah und so. Ich fliege jetzt ein Deck tiefer in den großen Bereich. Es ist auch relativ dunkel. Ich glaube, es ist sogar zweite Klasse, oder? Nein, es gibt keine Klassen. Das ist so eine Lüge, die verbreitet wurde. Das Schiff hatte laut dem Bauplan keine Klassen. Das heißt, wenn auf Wikipedia steht, erste, zweite, dritte Klasse, ne, stop it, hatte keine Klassen. Okay, also nur billigere und teurere erste Klasse. Selbst laut Seitenschnitten hatte das Teil keine Klassen, sondern nur erste. Ja, also ich find's auch irgendwie cool, dass man hier auch die Treppen so hoch... Ja, dass man die Treppen so hoch gehen muss. Geh mal in den bunten Bereich, wo es so hoch ist. Das ist cool, also ein, zwei nach hinten durch. Ja, ich geh einfach noch hindurch. So, hier haben wir den bunten Bereich mit Blau und Rosa und alles, ne? Ja, wie im Schloss von... Gut. Wie in einem Schloss auf jeden Fall. Sehr hoch. Muss ziemlich geschaukelt haben. Hat's auch. Es gibt so eine lustige Konzeptzeichnung, wo die in diesem großen Saal waren und dann sind die von einem Ende, also zum anderen Ende hin und her gepurzelt, so immer so. Das ist also ein bisschen übertrieben, natürlich die Karikatur, aber war halt schon so gemeint, dass die vom anderen Ende rüberkullern bis zum anderen, weil es geschaukelt wird. Ja gut, Schaufelerdampfer sind ja auch jetzt nicht die stabilsten, also was Wellen betrifft. Gut, wenn man jetzt hier hinterfliegt, ich meine, man hat da nicht mehr so wahnsinnig viel. Ihr seht, da hinten ist ein offenes Heck, man hat viel Platz zum Spazieren gehen. Ich weiß nicht, wo du bist gerade. Richtung Heck unterwegs. Bist du wieder draußen? Ja. Ach, das doch. Auch ziemlich dunkel hier, da hinten ist dann, ja, da hinten ist quasi hier noch so Steuerruder, was das auch immer ist. Ja. Ja, das ist das Docking Bridge sozusagen, obwohl es keine Bridge ist, aber... Ja, das war im Großen und Ganzen die Great Eastern, den Maschinenraum enthalte ich euch mal vor, guckt euch das am besten selber mal an. Und Crew-Bereiche enthalte ich euch auch vor. Also das ist alles hier nur Demo-weise jetzt mal angeguckt worden. Wir gucken uns diese Great Eastern nochmal bei Nacht an. Wenn man schon Shader drin hat, muss man es auch hier mal ausleben. Schon auch die Spiegelung im Wasser mit den ganzen beleuchteten Fenstern, ne? Ich nicht sehen kann. Ich habe keinen Shader. Das wirst du im Video dann sehen. Hast du auch einen Grund, meine Videos zu gucken. Ah, schön, wenn man das jetzt mal so, ne? Herrlich. Ja gut, also ich nutze die Zeit und verabschiede mich schon mal wieder von euch. Dürft ihr noch eine Sache erwähnen? Ja. Wir sind ja historisch korrekt so. Also wir versuchen es zumindest. Ich möchte gerne anmerken, dass wir genau das war glaube ich so eine richtige Scheiße, als wir das Schiff gebaut haben. Wir haben wirklich... von den Schaufelrädern,
den Durchmessern, Breite und irgendeinen anderen Scheiß. Und wie wir es gebaut haben, das Schaufelrad, das haben wir richtig extrem, warte mal, geforscht, wie das halt so aussah und wie das so ja, war. Wir haben es originalgetreu konstruiert, sagen wir es einfach so, Robin. Ja, was in dem Minecraft halt möglich ist. Gut, also ich verabschiede mich von euch, bis zum nächsten Video. Und ja, bis dahin, Leute.